Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir haben da so einen großen, fetten Wolf in unserem Weg. Was will der von uns? Ich bin gewappnet. Let's go! Böses Tier, ich mach dich fertig! Scheiße, die Kopf! Sind wir hier? Bin ich auf Drogen? Geil, das Gras wirkt endlich. Oh shit, wer ist das denn? Ein Geist, weil er mal aufblinkt. So, ist egal, was man bei ihm macht. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln, und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Fangstoß. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergestreckt werden, steht aber sogleich wieder auf. Du kannst Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn an und drücke A, um ihn von oben springend den letzten Stoß zu versetzen. Hast du eine günstige Gelegenheit, dem Gegner, den du auszumachen, erscheint vor deinen Augen das Signal Fangstoß. Nun versuche es an mir. Ja, und das passiert, wenn man daneben trifft. Ich find's lustig, dass das jetzt nicht funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Ja, schon mal einen Geist getötet, funktioniert nicht so gut. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpasse nie die Chance auf einen Fangstoß. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Den Move kann man übrigens machen, wenn man Gegner besiegt hat. Ich weiß aber nicht, bei welchen Gegnern das geht. Du hast die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. So macht man ihn. Es gibt noch weitere 6 okkulte Künste, die du erlernen musst. Doch sie sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stähle deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu zerschlagen. Lausche dem Ton des Windes, der den Geist des wilden Tieres ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statue gefunden hast. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft deines Schwertes, vergiss das nie. Auf Wiedersehen. Ja, der Ort, wo wir da gerade waren, war natürlich bei Schloss Hyrule. Auch sehr interessant. Und wer das war, ich weiß gar nicht. Erfährt man das nach der letzten okkulten Kunst noch? Weiß ich gar nicht. Aber wir können das mit den Künsten auf jeden Fall gleich mal ausprobieren. Ah, es geht. Und Schlitz. In die Eier. Alter, das muss wehtun. No Nut November. Easy. Ich verstehe allerdings immer noch nicht, warum das nicht geht. Na gut. Wieso müssen wir das abfackeln? Wieso können wir nicht einfach durchschlitzen? Das sind fucking Spinnenweben. Und nicht Stahlgewebe. Und dann könnten wir es auch nicht verbrennen. Hi Leute, wie geht's euch? Alles schick, dachte ich mir schon. Waldschrein. So, hier gibt es wieder ganz viel zu erkunden. Man sei gespannt, ob das alles so funktionieren tut, wie es soll. Zack.
So. Zack. Und Schlitz. Einfach schön durchgehüpft. So, das werden wir später noch verwenden müssen. Und Schlitz! So, alles aufgebaut. Sehr schön. Ja, das ist doch der Affe, der die Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen. Also nichts wie hinterher. Wie kam man denn nach da oben? Das ist eine. Ach, da konnte man vorne schon hochklettern. Ah, I see. Zack. Sag mir bitte, da ist nicht noch jene. Ansonsten habe ich doch keine. Achso. Gut, dann schauen wir mal. Zack. So. Jetzt aber. So, nichts mehr, was mich nervt. Let's go. Ist bei mir noch eine Pflanze in der Nähe gerade gewesen? Huh. Strange. So, hier oben ist eine Kiste. Ich will die haben. Ich weiß nämlich nicht mehr, was da drin war. In jedem Tempel gibt es auch Herzteile. Ich weiß nicht mehr, wo die überall waren. Das wird auch nochmal ein etwas größeres Problem werden, vermutlich. Aber ich denke mal, ich werde sowieso mit Karte und Kompass. Also, Zelda-Teile sollten ja hier als Leuten bekannt sein, die die Videos hier überhaupt gucken. Herzteile und Kompass und Karte sind ja sowieso eine Sache. Hier kriegt man überhaupt beides? Ich glaube, hier gibt's nur die Karte, oder? Ja, wobei, nee, ich kann sein, dass hier doch beides gibt. Also ich dachte mal, ich mach's gleich. Das ist ein Bombenkäfer, hat man ja eindeutig gesehen. Ein Zwacken. Ja, krieg ich ja meine Rubine fast wieder rein hier, wenn es so weitergeht. So, ja, danke, schön Kerne hier. So, und da oben haben wir schon was gesehen, was ich wieder sehr eklig finde. Also prinzipiell mag ich ja Spinnen deutlich mehr als, aber naja gut. Jetzt habe ich dich. So, drei Sprungangriffe reichen aus. Wie waren das? Wenn du hier was wissen willst, dann frag doch nicht mich. Frag lieber gleich den Affen. Was? Ach so, Menschen können ja nicht mit Affen reden. Ganz schön unpraktisch, was? Was sind das hier alles für Kandelaber? Ist das hier etwa eine Art Altarraum? Aber was frag ich dich überhaupt, als ob du mir darauf eine Antwort geben könntest? wir sehen uns gleich wieder. Scheiße. Ach man, Leute, ich bin so blöd. Bevor ich irgendwas machen kann, muss ich erst die Fackeln anzünden, ich Idiot. Ich hab total vergessen. Ach, egal. Wenigstens haben wir jetzt schon mal die Karte. Es gibt Karte und Kompass übrigens. So, Dungeon-Karte. Besuchte Räume sind grün. Gelbe Pfeile zeigen die Position an. So. Und was uns jetzt. Also, ich weiß nicht, kann man das hier drauf sehen? Nee, ne? Ah, hier. Genau, da rechts die drei Slots. Das erste ist die Karte, das zweite ist der Kompass, das dritte ist der Master Key. Bist du da? Ach man, ich bin so bescheuert. Oh. So. Die Cutscene hier ist für das Spiel selber notwendig, für mich nicht. Aber guck mal, wen wir da haben. Den Boss. Und der hat da was in der Hand. Ein Bumerang.
Unser armer Affe, jetzt ist er tot. Scheiße. Und der hat auch was auf dem Kopf. Was das ist, erkennen wir dann später. Aber was ist denn das? Haben die etwa Streit? Ach Mann, jetzt können wir hier nicht weitergehen. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, dass der kleine Affe uns irgendwo hinführen will. Sollten wir ihm nicht einfach folgen? Und ich habe Unrecht, wir müssen nach rechts zuerst. Oder? Was sagt die Minikarte? Ja, wobei, nee, doch, links sieht relativ plausibel aus. Also ich meine, hier vorne von uns jetzt gesehen, rechts. Hier. Nee, doch, erst hier. Okay. Gut. Mir war so, als wäre es anders gewesen. Aber gut, haben wir. Hey. Timing-Minigame. Was ich früher immer sehr oft verkackt habe. Wirklich hart. Also wirklich hart verkackt, nicht, dass es an sich hart ist. So. Hallo, Kern. So, hier kann man übrigens immer nach wie vor sehr böse sein. Mache ich auch immer sehr gerne. Man schießt sie runter und sie läuft ins Wasser und dann ist sie tot. Ich finde es immer wieder lustig. Es macht mir sehr viel Spaß, sie so zu töten. Das klingt immer sehr brutal, aber ist mir egal. Hey, was? Keine Kerne? Hallo? Wie Kerne? Ich hab gesagt... Gib mir gerne! Ein Herz. Toll. Ich werfe jetzt hier lang. Ich will diesen armen Affen verkloppen, den ollen alten Sackdeuern. Kann man nämlich auch lang. So, was erwartet uns hier vorne? Hier kommen wir jetzt aber dafür nicht weiter, ne? Das war der. Ja, das war der Raum. Hier kommt man nicht weiter. Zack, so. Aber hier ist was drin. Ein Key? Jo. Ein kleiner Schlüssel. So. Der Wind dreht nämlich diese Brücken. Und da drin haben wir auch eine Windbrücke. Aber wer hätte es erwartet? Da drin weht kein Wind. Scheiße. Spinne wieder da? Nee, sehr gut. So, da ist der Master Key drin. Die Truhe erkennt man immer von zig Kilometer Entfernung schon. So, und hier unten haben wir... Hey, nochmal ein Äffchen. Mensch, wer hat das denn nur gedacht? Komm ich runter, ohne dass ich... Moment, lass mich mal was ausprobieren. Okay, da komme ich nicht rüber. Autokatzin? Ja. Wir laufen rüber und es bricht kaputt. Perfekt. Als ob das realistisch wäre. So laut wie die sind, da locken die doch garantiert gleich Gegner an. So, zweimal, dann fällt's runter. Ich weiß, ich muss jetzt nicht drüber reden, dass ich laut war, aber ist egal. So, dafür gibt's jetzt Leute. Jetzt gibt's Hackfleisch. Zwei Hits? Mehr nicht? Wow, das sind ja Waschlappen. Okay. So, dann haben wir noch eine Kiste. Ich werde natürlich auch alle Kisten mitnehmen aus den Dungeons. Auch wenn sie nur Rubine enthalten. Ich muss auch später aufpassen. Unser Rubin-Counter wird wahrscheinlich relativ schnell an seinem Maximum sein. Ich habe gerade irgendwie in dem Boden festgesteckt. Das war auch sehr interessant. Das weiß ich noch nicht. Ja, macht einfach. Hopp ich ran da mit euch. Oh, das war zu früh. Scheiße. Oh Mann. Ja, wir müssen halt auf unseren Rubin-Counter aufpassen. Das Problem bei dem Spiel ist nämlich, sofern wir zu viele Rubine haben und die nicht mehr reinmachen können in den... Wird das hier hin? Nirgendwo, okay. In den Rubinbeutel
steckt er sie wieder zurück in die Truhe. Ist prinzipiell ein geiles Feature. Hat den Nachteil. Naja, die Truhen bleiben auf der Karte markiert. Das ist doof. Ganz doof. Gab's hier nicht eine Unterwasserhöhle? Ah, hier hinten. Da gab's nochmal eine Kiste drin, richtig? Ach ja, hier gibt's ja Stempel! Ja, stimmt! Oh, wir haben noch mehr Ausrüstungs-, noch mehr Sachen zum Sammeln. Du hast den Stempel Hylianisch A erhalten. Deine Stempel kannst du im Ausrüstungsbildschirm ansehen. Es gibt das gesamte Alphabet. Ganz kurz hier. Du kannst nun Amiibo sammeln, Möhre mit einem Gamepad. Was bringt's mir denn, wenn ich mein Wolf-Amiibo jetzt hier reinhalte? Achso, stimmt, das machte der Wolf. Oh, das wird noch. Oh, scheiße, ich wollte 100% machen, das ist eine schlechte Idee. Scheiße, jetzt habe ich schon angefangen, Kacke. So, Hylianisch A bis Z. Und Sonderzeichen. Das sind, wie viele sind das? 5 mal 10, 50. Ja, das Alphabet hat 25, ne? Also 24. Das wird interessant. Dann kann ich ja irgendwann mal. Es gibt's garantiert schon. Hylianische Schrift mit A bis Z. Im PC zum Eintippen. Gibt's bestimmt schon. Ich finde, die hylianische Schrift sieht auch ziemlich cool aus. Ist aber, glaube ich, aus dem Elbischen einfach nur übernommen. Sicher bin ich mir da jetzt allerdings nicht. Hier gibt's noch Elbombo-Käfer. Wo gibt's dich denn? Ach ja! Ich erinnere mich. Puh, endlich draußen. Bin wohl ein wenig in die Breite gegangen. Und dann irgendwie nicht mehr da rausgekommen. Ja, du hast mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank. Also weißt du, ich suche hier etwas. Hast du hier auch etwas zu tun? Dann können wir uns ja eine Weile zusammen rumtreiben. Wenn du hier raus willst, dann kann ich dich jederzeit einfach rauswarpen. Dann kannst du jederzeit in den gleichen Raum zurückkehren. Du siehst, ich kann dir ziemlich nützlich sein. Denk also nicht, ich wäre nur eine Belastung, sondern betrachte mich einfach als Freundin. Du hast Tante getroffen. Sie warpt dich aus jedem Dungeon und dorthin zurück, wo du zuletzt warst. Das wird wahrscheinlich. Ja, dann kann ich ja nach dem Part. Ist ja geil. Mal gucken, ob das funktioniert. Das müsste ich jetzt. Das will ich jetzt mal ausprobieren dann. Also wir machen jetzt noch, das war unnötig. Wir machen jetzt noch kurz hier ein paar Minütchen. Alter, hat der einen Moonjump gemacht. Heilige Scheiße, wer so weit springen kann, Respekt. Und dann, probieren wir das mal aus. Weil ich jetzt zwischendurch kurz, auch noch auf Toilette war. Ja, ach ja, hier, oh nein, hier gibt's auch vor allem die hier, die sind richtig ekelhaft. Kann ich gar nicht ab, die Viecher. Gehen einem voll auf den Sack. So, dann gibt es hier noch mehr davon. Ah ja. Dann kann ich euch mal kurz die Mechanik mit denen zeigen. Ja, Rip Me. Das tut überhaupt nicht weh. Gib da auf. Junge, werf's doch nicht jedes Mal gegen den scheiß Baum. Mann. Oh, du Arsch! Wie weit nach rechts muss ich denn gucken, dass das gerade auswirft? Holy moly! So, ja. Die fressen halt alles, was über sie ist. Würden wir da rüberhüpfen, würden sie uns fressen. So ein Arsch! Kannst du. Hallo, Link, ja, bitte, lass dich da runterfallen. Ich will die Herzen haben. Meine Güte, Junge, 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 der kann ja gar nichts. Eine volle Pflaume ist das. Ja, auf jeden Fall RIP dafür. Gut, danke. So, dann haben wir hier. Hier muss ich nämlich das Ding auch nochmal hintragen, aber ich glaube, das geht auch von oben. Oder? War hier oben nicht auch noch ein Käfer?
Da ist er. Und runter. Ja, klar. Ich habe kurz überlegt, ob es funktioniert oder nicht. Kam zu der Entscheidung, es funktioniert nicht. Aber dann war es schon zu spät. Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Gut, da oben war nichts. Danke, dass du mir trotzdem in die Fresse explodieren musst. So. Gut, ja, mein No-Skill haben wir mal wieder bewiesen an der Stelle. Sehr schön, gut, dass das nicht funktioniert. Ich hab euch auch alle ganz doll lieb. Gut, dann machen wir jetzt noch eine Sache. Ich weiß, wo. Jetzt weiß ich gerade wieder, wo das Herzteil in diesem Dungeon ist. Wir werden uns das zwar nicht holen, wir werden es aber vorbereiten, dass wir es uns holen können. Da ist es. Komm, ich werde jetzt dieses scheiß Felsending da noch kaputt machen. Ripp. Ich meine, wir kommen da noch nicht lang, ohne dass wir den Dungeon-Gegenstand haben. Ich glaube, es ist sogar gedacht gewesen, dass man es halt eben nur damit schaffen soll. Aber ich habe es auch schon ohne geschafft. Und war dann total kacke, weil ich mir dachte so, ich dachte, ich komme da weiter, aber irgendwie Herzteil erhalten. Weil irgendwie war das nicht so. Dann war das voll scheiße. Es tut jetzt gleich weh. Weil Link zu blöd ist, über diese kleine Wurzel zu gehen. Glück gehabt. Gut, dann war es das für diesen Part. Ich werde mal Tante verwenden. Ich gucke gleich mal nach, ob das funktioniert, so wie ich es mir denke. Mit dem Speichern und Ausmachen. Ansonsten laufe ich halt jedes Mal mit dem Dungeon halt. Natürlich, wir müssen da sogar rein, ich Idiot. Fällt mir jetzt auch gerade mal auf. Ist ja gar nicht da, wo ich dachte. Das heißt also, es muss eine Möglichkeit geben, darüber reinzukommen. Also die Bombe richtig zu werfen. Autsch. Wenn einen Dungeon-Gegenstand kriegen wir, wenn wir genug Affen haben. Gut, dass er so geworfen hat, die Bombe. Ja gut, keine Ahnung. Ich werde so lange hinauszögern, bis ich da rein muss. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für falls ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, Raccoon Style Play. Ciao.